Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Wie gewohnt blicken wir am Wochenende nochmals zurück auf die besten Szenen der Woche. Am Montag fand eine Pressekonferenz zum Thema Festspiele ab 2015 statt. Einige Informationen dazu gibt es jetzt. Die Bregenzer Festspiele eröffnen ihre erste Spielzeit unter der Intendanz von Elisabeth Sobotka im Sommer 2015 mit der Oper Turandot als Spiel auf dem See. Der Zweijahresrhythmus wird auch unter der neuen Intendantin beibehalten. Die derzeitige Intendantin der Oper Graz folgt auf David Pountney, der die Festspiele nach der kommenden Saison verlassen wird. Ihre Amtszeit beginnt im Jänner 2015 und wurde auf zunächst 5 Jahre vereinbart. Sobotka hat bereits einige Pläne für die Festspiele und freut sich bereits auf ihr erstes Sommerfestival 2015. Am See eröffnen wir mit Turandot, ein sehr großes, massentaugliches Stück mit wunderbaren Melodien. Wird ein großes Spektakel werden. Im Festspielhaus Hoffmanns Erzählungen, Le Conte Hoffmann, von einem der Regisseure, die im Moment die Regielandschaft prägen, Stefan Herheim, inszeniert. Und dann wird es zeitgenössisches Musiktheater auf der Werkstattbühne geben. Und ich möchte ein Opernstudio gründen und ein Opernatelier zur Entwicklung von neuem Musiktheater. Ich möchte junge Sänger hier zusammenbringen, die gemeinsam einerseits die Zeit bei den Festspielen miterleben, von ihren Kollegen profitieren. Und andererseits ist es mein Wunsch, mit ihnen auch wirklich eine Oper zu erarbeiten, dass die Sänger gemeinsam eine Opernaufführung, die wir dann bei den Festspielen zur Aufführung bringen. Die Bregenzer Festspiele sind klar auf Kurs und so soll es auch weitergehen. Der Präsident der Bregenzer Festspiele zeigte sich bei der Pressekonferenz am Montag sehr zuversichtlich. Ja gut, wir haben jetzt natürlich letztes Jahr eine schöne Saison gehabt mit der Zauberflöte und können das Gleiche vielleicht erwarten, wenn das Wetter mitspielt in diesem Jahr, sodass wir ein schönes Erfolgserlebnis haben. Das ist die eine Sache. Ich glaube, dass der Troubadour funktioniert und natürlich, wir haben gehört, 17, 18, die Carmen gibt uns da auch berechtigte Hoffnung, dass unser Hauptprodukt am See auch wirtschaftlich funktionieren wird. Und das ist die Säule der Bregenzer Festspiele. Turandot und Carmen kommen also mit der designierten Intendantin Elisabeth Sobotka nach Bregenz. Zuvor darf man sich aber auf Mozarts Zauberflöte freuen. Unter dem Motto Wien Zartbitter finden die Festspiele 2014 von 23. Juli bis 24. August statt. Auch beim Christbaumkauf zählt Regionalität und Nachhaltigkeit. Seit 2009 gibt es nun die Ländle Christbaummarke und was es damit auf sich hat, sehen Sie jetzt. Jedes Jahr werden in Vorarlberg zwischen 80.000 und 90.000 Christbäume verkauft. Aus heimischer Produktion stammen jedoch lediglich 20-25%. Also nur jene Bäume, die wirklich dieses Zeichen oben haben, sind Vorarlberger Bäume. Kaufen Sie diese Vorarlberger Bäume, dann produzieren wir auch mehr. Also so nach diesem Grundsatz läuft es auch ab. Also wirklich darauf zu achten. Die kleinstrukturierten Vorarlberger Christbaumproduzenten werden von der Landwirtschaftskammer Vorarlberg und dem Ländle Marketing kontrolliert und garantieren mit dem Siegel die regionale Herkunft des Baumes. Also die meisten Produzenten, die haben direkt am Verkaufsstandort oftmals auch eine Bewirtung. Teilweise bieten sie auch den Konsumenten an, dass sie direkt mit in die Kultur gehen können, den Baum selber aussuchen, den Baum selber schlagen. Ist natürlich für die Kinder meistens ein ziemliches Erlebnis. Manche bieten dann auch Fahrt mit dem Traktor an oder mit der Kutsche etc. Dann ein weiterer Service ist eben auch, dass sie Lagerungen anbieten bis kurz vor Weihnachten und auch Zustelldienste. Teilweise wird auch auf Mondphasen geachtet, wenn geschnitten wird. Also sehr vielfältige Services, die da von den Ländle-Christbaumproduzenten kommen. Ein besonderer Ländle-Christbaumproduzent ist Karl Danner und den habe ich zu seinem Christbaumwald unterhalb des Karren begleitet. Was ist denn das Besondere an den Bäumen, die du hier hast? Das Besondere an der Ländle-Christbaummarke? Das ist das, dass es nicht plantagemäßig bewirtschaftet wird. Dadurch kommen da keine Schädlinge, oder? Weil das ein Mischwald ist praktisch. Und wie soll ich sagen, es ist halt ökologisch.
Und wer da so einen Kirschbaum kauft, kauft er halt auch nicht Kilometer. Mit dem Traktor angekommen, wartete noch ein kurzer Fußmarsch auf uns, bei dem er mir erzählte, wie lange er diesen Kirschbaumwald bereits betreibt. Jetzt, ich mache das schon so lange ich lebe. Weil bin ich, der Wald, wo mir da stand, oder? Der ist, wo ich ein Bub war, oder ein Tänneli, wie jetzt die da sind. Und da haben wir bis jetzt ca. 20 Jahre haben, kriegst du mal da rausgehauen. Früher hätte ich 100 Bäume zum Hauen. Jetzt gibt es natürlich alle Jahre wieder. Mhm. Weil man setzt wieder ein bisschen nach. Und es gibt dann wieder frische Fläche, wo ich setze. Beim Christbaumeinkauf sollte man also auf das Ländle-Gütesiegel achten. Denn nur das gewährleistet die regionale Herkunft, kurze Transportwege und somit eine Entlastung der Umwelt, hohe Qualität und lange Haltbarkeit. In der HTL in Bregenz fand am vergangenen Wochenende die First Lego League statt. Einige Bilder davon haben wir jetzt für Sie. Spielerisches Lernen hat sich schon seit Jahren vor allem bei unserer Jugend bewährt. Mit Aufgaben Informationen transportieren, das funktioniert und bringt vor allem auch einen praktischen Zugang. Genau aus diesem Grund hat in der HTL in Bregenz die First Lego League, kurz FLL, stattgefunden. FLL ist ein Förderprogramm, das Kinder und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technik heranführt und wird international durchgeführt. In Bregenz gab es für die Teams zum ersten Mal die Gelegenheit, hier dabei zu sein. 10 Mannschaften aus Vorarlberg, darunter aber auch ein Team aus Tirol, meldeten sich an und stellten sich den Aufgaben. Also das Spannende an der First Lego League ist einmal, dass es ein Forschungs- und Roboterwettbewerb ist. Mit den Vorstellungen der Forschungsprojekte und der Roboter ging es für die 10 Teams dann ans Werk. Hier merkte man sofort, dass dieser spielerische Zugang funktioniert. Die Schüler beschäftigten sich mit spannenden Themen, die uns alle betreffen, hatten gut recherchiert und sich natürlich auch damit befasst, wie der Roboter am besten funktionieren sollte. Es freut mich ganz besonders, dass dieser Wettbewerb bei uns an der Schule hier in Bregenz stattfinden kann. Ich denke, dass wir mit unseren Ausbildungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Kunststofftechnik hier eine gute Ausbildung anbieten. Und gerade diese jungen Leute, die heute zu uns ins Haus gekommen sind, sind ja Technik begeistert. Und ich denke, wir können hier genau diese Begeisterung auch in unsere Ausbildung einfließen lassen. Das war es auch schon wieder fast von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Vor dem Wetter gibt es aber auch heute etwas Tolles zu gewinnen. Jetzt im Ländle TV Weihnachtsstudio Heinz Bucher. Und was der mitgebracht hat, das sehen Sie jetzt. Ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen viel Glück. Wir sehen uns am Montag wieder. Der Adventskalender auf Ländle TV. Bis Weihnachten jeden Tag besondere Geschenke gewinnen. Der Adventskalender auf Ländle TV wird Ihnen präsentiert vom Messepark Dornbirn. Servus, ich bin der Heinz Bucher, bin Mitglied im Union Power Club Silvretta, Fallschirmspringerverein in Hohenems, weiteres Mitglied im Rundflugteam Hohenems. Adventszeit ist für mich grundsätzlich eine ruhige Zeit, sollte für jeden eine ruhige Zeit sein, wird leider immer stressiger, lasst euch nicht vermeiden, Weihnachten kommt bald. Habe euch dafür ein Gewinnspiel, einen Tandem-Gutschein mitgebracht. Hoffe, dass viele mitspielen und wünsche euch schöne Weihnachten. Mitspielen und gewinnen ist also angesagt. Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontodaten und dem Betreff Fallschirm an studio@leindletv.com oder senden Sie uns eine SMS zu den üblichen Tarifen an 0650 25 08 056. Das Ländle-TV-Team wünscht viel Glück und eine schöne Vorweihnachtszeit. Der Adventskalender auf Ländle TV. Bis Weihnachten jeden Tag besondere Geschenke gewinnen. Der Adventskalender auf Ländle TV wird Ihnen präsentiert vom Messepark Dornbirn. Am Sonntag ist es großteils sonnig, für einige Stunden ziehen allerdings höhere Wolkenfelder durch. Der Wind legt sich in den Niederungen weitgehend. Tiefstwerte minus 8 bis minus 4 Grad, die Höchstwerte erreichen 2 bis 4 Grad. Am Montag verbreitet sonniges Wetter mit Hochnebelbänken über den Niederungen, dagegen weitere Erwärmung in der Höhe. Und auch am Dienstag ist es sonnig bei Temperaturen von 2 bis 7 Grad.